Also ich bin Markus Thun, ich bin der Inhaber der Firma Treibholz. Diese kleine Firma gibt es seit Mai 1998, also nunmehr seit 22 Jahren. Sie besteht aus verschiedenen Angebotsbausteinen. So wie wir hier hinter mir schon erkennen können, einmal ist die Kanuvermietung gemeint, dann die touristische Floßfahrt, ein bisschen zum Thema Flößerei. Können wir nachher vielleicht etwas weiter ausholen. Und es sind auch größere Veranstaltungen damit gemeint, das Musikfloß, was es nunmehr auch schon seit über 10 Jahren hier gibt. Im Detail würde ich das nachher vielleicht noch vorstellen. Diese kleine Firma bietet 3 feste Arbeitsplätze und zusätzlich einige Honorarkräfte als Tourenbegleiter für die Flussfahrten mit hinzu. In Anlehnung an die historische Flößerei, die also schon seit ca. 1700, 1720 hier in der Gegend erwähnt wurde, gemeint damals war natürlich der Bauholztransport, vorzugsweise Kiefernholz, wurde von hier transportiert nach Berlin, nach Hamburg. Das war also ein ernsthafter Erwerbszweig in dieser Region für viele Uckermärker, und das Ganze kam im Jahre 1975 hier zum Erliegen, also da 1975 hat das letzte Floß Lüchen verlassen, und in Anlehnung dessen wird das Ganze heute touristisch wieder betrieben. 1997 wurde das erste Gästefloß hier in Lüchen eingeweiht, und wir haben mittlerweile 3 Stück an der Zahl hier, sodass wir in Summe circa bis zu 100 Gäste aufs Wasser bewegen können. Und was für mich selber natürlich was besonders Spannendes oder Schönes ist, also es ist eine ganz langsame Fortbewegung, eine sehr beschauliche. Anfangs wird gemeinsam gestarkt, wo also die Gäste auch selber mal mit Hand anlegen können und mal ein Gefühl dafür bekommen. Das war früher also wirklich ein Knochenjob, also unheimlich körperlich, unheimlich anstrengend und schwere Arbeit. Heute ist es natürlich was sehr Beschauliches. Man kann da zwischendurch schön den Grill anwerfen und man kann darauf auch schön tafeln und essen und gemeinsam also feiern. Das Schönste ist diese kleine Firma, die besteht eben nicht nur aus meiner Person, sondern aus einem ganzen Rudel mehr oder weniger Mitstreitern, ob nun direkt in Anstellung, in kurzfristiger Beschäftigung, als Kleinselbstständige, als Gästebetreuer hier unterwegs sind, und dass das alles Konstellationen sind, die schon seit gefühlt also über 10, manchmal fast schon 20 Jahre bestehen. Ja, das sind also wirklich gewachsene Strukturen. Und ich staune immer wieder, wenn Gäste uns auf dem Musikfloß, die seit sehr vielen Jahren ja auch Gäste sind, als Fans, also immer wieder teilnehmen und sagen, also bei euch ist die Stimmung so schön. Man spürt bei der Belegschaft, bei all denen, die hier mithelfen und Hand anlegen, ob das beim Ausschank, beim Wein, beim Bier, was auch immer ist, dass das recht harmonisch zugeht. Und sowas ist also schwer zu inszenieren in normalen Anstellungsverhältnissen. Das sind einfach sehr, sehr beständige Kooperationen, die da entstanden sind. Und das Ganze setzt sich fort mit Partnern, ob das die Restaurants hier ringsherum sind, ob das Hotels sind, ob das der Busbetrieb ist, der unsere Gäste hin und her befördert, ob das der Fleischereibetrieb ist, der seit vielen Jahren uns also sehr, sehr vernünftig beliefert. Das sind so Sachen, die man eben hier im ländlichen Raum auch nicht von heute auf morgen einfach so austauschen kann. Ich suche mir jetzt mal einen anderen, weil der mir nicht passt, sondern da kommen auch mal Situationen zustande, wo es mal nicht so passt. Und wenn man das dann in Ordnung bringen kann und dadurch Partnerschaften so viele Jahre Bestand haben, dann ist das eine sehr erfreuliche Geschichte, die also mit Recht also dann den Namen Netzwerk auch verdient. Ja? Also wir haben für Floßgruppen, die also hier individuell sich einbuchen für 2, 3, 4 Stunden, die Möglichkeit, also vom hier selbst gekochten Kesselgulasch
über eine Flößerbrotzeit, über Kaffee und Kuchen bis hin zum Grillbuffet Dinge zurechtzustellen. Aber es gibt natürlich auch Anlässe, wo es besonders schön sein soll. Dann arbeiten wir vorzugsweise mit Caterern zusammen, die uns dann beliefern. Da haben wir hier mehrere am Ort, also von konventionell bis mit gehobenem ökologischen Anspruch, ja, wo also ausnahmslos also Bioprodukte auf den Tisch kommen. Ja, in diesem Jahr ist es natürlich schwierig, das ganze Gruppengeschäft, also wir generieren etwa 2 Drittel unserer Umsätze mit diesen Flößen, wie wir sie hier sehen. Und wenn Sie sich vorstellen, dass auf dieses Floß bis zu 40 Personen raufpassen, dann ist es heute etwas schwierig, dank der Abstandsregelung von 1,50 m, also mit Mühe kriegen wir hier 20 Personen im Guten unter. Und dann kommt einfach gepaart die durchaus berechtigte Angst bei älteren Leuten mit dazu und wo ganz viele dann stornieren, dass die Tour verschoben wird oder gar nicht stattfindet. Aber auch das sehr beliebte Musikfloß kann in diesem Jahr leider Gottes gar nicht stattfinden. Wir reden in dem Fall von 13 Konzerten, 13 verschiedene namhafte Bands, die jetzt alle auch keinen Job haben dieses Jahr. Und auch das sind Partnerschaften, die über viele Jahre teilweise entstanden sind. Und also das geht einem auch selber sehr nahe. Also unabhängig von den Umsätzen, von den Einnahmen, die hier ausfallen, aber auch die zwischenmenschliche Ebene. Die ist schon sehr schmerzlich. Das Verblüffende ist, dass was wir hier auf diesem Gewässer sehen, das mutet ja immer an, als wenn es hier genügend Wasser gibt, aber es sind gestaute Verhältnisse. Das also hat überhaupt nichts mit den reellen Wasserständen zu tun und wir sind eine sehr regenarme Region, also vorzugsweise mit sehr viel Nordostwetterlage und jetzt also ein Grundwasserpegel, der weit über 2 Meter im Minus ist. Und gerade die etwas kleineren Seen, die hier mitten in der Landschaft irgendwo liegen und die jetzt nicht an dem Gewässersystem anliegen, sondern am Grundwasserleiter, da mit ein bisschen geübtem Auge sieht man sehr schnell, wie viel Wasser hier eigentlich fehlt. Und das ist natürlich in der Landschaft überall wieder zu sehen. Wer ein bisschen einen Blick für den Wald hat, der wird überall abgestorbene Fichten sehen, der wird überall. Im letzten Jahr, schon im August, waren die Buchen plötzlich tiefbraun wie im Oktober. Ja. Und ja, die Moore sind alle trocken. Ich selber habe viele Jahre hier auch Moorpflege betrieben mit Kindergruppen gegenüber dem Oberpfuhlmoor. Ist auch so eine Übung, die jetzt fast umsonst ist. Und ja, für Paddler von Feldberg nach Lüchen, also diese Strecke, eines der beliebten Kanustrecken überhaupt in Norddeutschland. Weil gänzlich Motorboot gesperrt mit teilweise Gewässern, wo man 8, 9, 10 Meter runtergucken kann. All das ist nur noch mit Mühe und mit Bootswagen und viel Portagen möglich. Ja. Und ja, da wünsche ich mir durchaus viel, viel Regen.